Ja, ich habe immer ganz am Anfang eines Jahres Geburtstag am 14. Januar. Ich bin jetzt 63 Jahre alt. Ich bin in der Eifel geboren. Das ist eine Gegend ungefähr 200 Kilometer von hier. Da bin ich aufgewachsen und auch zur Schule gegangen und seit ungefähr 40 Jahren bin ich hierher. Ich hatte eine braune Schultasche, die vorne auf der Abdeckung einen Fußballspieler hatte. Damit bin ich zur Schule gegangen. Mein Lieblingsspiel war Fußball. Nein, ich habe keinen Kuschelwal. Ich hatte früher einen Teddy, den habe ich überall mitgenommen, aber der ist mir nachher verloren gegangen. Und als ich vor 5 Jahren in Berlin war, habe ich in einem Geschäft einen kleinen Teddybär gesehen. Der hat mir sehr gut gefallen und den habe ich mir gekauft und der steht jetzt heute in meinem Bücherregal. Ich wohne in Herten Süd. Dort haben wir vor einigen Jahren ein Haus gebaut. Ja, ich bin verheiratet seit 39 Jahren. Ja, wir haben 2 Kinder, Katharina und Dominik. Nein, die sind schon erwachsen. Katharina ist schon 36 Jahre alt und lebt in Istanbul in der Türkei. Und Dominik ist 35 Jahre alt und der lebt und arbeitet hier in Herten. Ja, zu Hause haben wir ein Auto, einen Toyota. Den haben wir noch nicht so sehr lange, so ungefähr ein Dreivierteljahr und damit fahren wir. Nein, ich fahre kein Motorrad. Ja, ich trage eine Uhr, immer hier am linken Handgelenk und die Uhr ist für mich ganz wichtig. Kleine Sachen kann ich, glaube ich, ganz gut reparieren. Größere Sachen, da brauche ich jemanden, der mir hilft. Früher in der Eifel, da hatten wir Hühner und auch eine Katze. Aber hier in Herten habe ich beides nicht. Nein, wir haben zurzeit kein Haustier. Wir hatten einen Hund, der hieß Felix. Der ist vor einigen Jahren gestorben, weil er schon alt war. Im Moment haben wir kein Haustier.